Hallo liebe Schüler und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. In diesem werden wir uns mit der Organisation in einem Unternehmen beschäftigen. Ihr habt bereits rechtliche Grundlagen und allgemeine Überlegungen zur Gründung eines Unternehmens kennengelernt und intensiv durchdacht. Dabei sollte klar geworden sein, dass die Gründung und die Führung eines Unternehmens weitreichende Überlegungen erfordert. Nicht nur bezüglich der Rechtsform oder beispielsweise der Firma eines Unternehmens, sondern auch hinsichtlich dem Umgang mit Mitarbeitern und was man für ein gutes Arbeitsklima berücksichtigen muss. All das sind wichtige Überlegungen, aber ohne eine durchdachte Organisation im Unternehmen ist es möglich, dass der Betrieb nicht richtig läuft. In diesem Video werde ich euch zeigen, was man bei der Organisation in einem Unternehmen beachten sollte und auf welche Kriterien es dabei ankommt. Dabei stellt das Video den ersten Teil der Thematik dar und wird durch ein weiteres Video noch ergänzt. Zur Erarbeitung der Inhalte benötigt ihr etwas zum Schreiben und das Arbeitsblatt aus eurem Skript, das ihr hier abgebildet seht. Wir hätten das eigentlich gemeinsam im Unterricht besprochen, nun bearbeiten wir das eben virtuell. Nehmt euch die notwendigen Materialien zur Hand, denkt beim Zuhören mit und macht euch an entsprechender Stelle die notwendigen Ergänzungen. Beginnen wir mit ein paar allgemeinen Überlegungen. Ihr seht unten rechts, dass ihr euch die Inhalte separat mit notieren sollt. Dies trifft auch auf die kommenden Folien zu, bis wir zu dem Arbeitsblatt kommen. Will man ein Unternehmen organisieren, dann sollte man dies in zwei Bereiche aufteilen. Organisieren bedeutet ja strukturieren und als Unternehmer gilt es, den allgemeinen Aufbau und die Abläufe zu gestalten. Daher gehört es zu einer ordentlichen Organisation, eine logische Aufbauorganisation und auch eine durchdachte Ablauforganisation zu erstellen. Die Aufbauorganisation legt die Aufgaben und Zuständigkeiten der einzelnen Mitarbeiter fest. Bei der Ablauforganisation werden die zeitlichen und räumlichen Ordnungen der Arbeitsabläufe festgelegt. Das bedeutet, dass im Unternehmen festgelegt wird, wann etwas wo zu tun ist. Ihr seht, dass hier eine Verbindung zwischen den beiden Bereichen besteht. Hat man nicht festgelegt, wann eine Aufgabe an welchem Ort zu erledigen ist, dann kann man auch nicht abstimmen, wer diese Aufgabe schließlich auszuführen hat. Daher bauen die beiden Bereiche aufeinander auf und sind miteinander verzahnt. Wir werden nun im weiteren Verlauf die Bereiche genauer analysieren. Beginnen wir mit der Aufbauorganisation. Wenn wir davon sprechen, dass Aufgaben und Zuständigkeiten festgelegt werden, dann bedeutet das ganz einfach, dass die Aufgabenbereiche innerhalb eines Betriebes geregelt werden. Denkt mal an eure Arbeit zurück. Habt ihr euch jemals gefragt, ist das überhaupt meine Aufgabe? Wenn ihr das schon mal erlebt habt, dann war die Strukturierung der Aufgabenbereiche einfach mangelhaft. Wenn es aber eine konkrete Strukturierung gibt, dann kann auch festgelegt werden, welche Aufgaben durch welchen Mitarbeiter erledigt werden und wer wem Anweisungen geben darf. Dementsprechend ist die Aufbauorganisation der organisatorische Rahmen des Betriebes. Habt ihr schon mal ein Bild ohne Rahmen aufgehängt? Ja, das ist zwar möglich, aber schöner ist es eben mit Rahmen. Und für die Mitarbeiter und Außenstehenden ist dieser Rahmen wichtig, um einen Überblick darüber zu erhalten, welche hierarchischen Verhältnisse im Betrieb herrschen. Durch die Aufbauorganisation ergibt sich eine Aufgabengliederung, die für alle Beteiligten nachvollziehbar sein sollte und damit auch die einzelnen Geschäftsbereiche, Abteilungen und Stellen. Was eine Abteilung und Stelle im Sinne der Aufbauorganisation genau ist, werden wir bei der Bearbeitung des Arbeitsblattes noch genau klären. Die Aufbauorganisation gibt im Weiteren den Mitarbeitern genau vor, was sie zu tun haben, wie sie es tun sollen, wann sie es tun sollen und mit wem sie zusammenarbeiten müssen. Das mag jetzt alles ziemlich starr klingen und nicht so geeignet für ein hippes Jungunternehmen, wo die Mitarbeiter eine gute Work-Life-Balance haben, aber egal ob Mitarbeiter oder auch Vorgesetzter, man ist sicher dankbar, wenn man genau weiß, wann, was, wie und mit wem zu erledigen ist. Dann muss man auch nicht ständig nachfragen und man muss auch nicht ständig neue Anweisungen geben. Und die Mitarbeiter können sich auch nicht damit rausreden, dass es ja gar nicht ihre Aufgabe war. Als Unternehmer muss man ökonomisch denken und eine gute Organisation spart einfach Zeit und Geld. Weiterhin kann man mit Hilfe der Aufbauorganisation verschiedene Aufgabenbereiche organisieren. Dafür werden im Sinne des ökonomischen Denkens Aufgabenteile zusammengefasst und dafür notwendige Arbeitsmittel bestimmt. Vielleicht habt ihr das in eurem Unternehmen auch schon mal erlebt, dass manche Werkzeuge beispielsweise nur selten verfügbar waren und andere Materialien praktisch zu viel vorhanden waren.
Auch das liegt an einer mangelhaften Organisation der Aufgaben und Abläufe. Wenn ich diese als Unternehmer durchdenke und strukturiere, dann kann ich auch abschätzen, wer was benötigt. Das hat dann auch positive Effekte auf das Arbeitsklima. Im Sinne der Corporate Identity ist hier also die Möglichkeit gegeben, die Unternehmenskultur positiv zu beeinflussen. Sind die Aufgabenbereiche geregelt, dann fällt es allgemein auch leichter, die Informationsbeschaffung und Informationsweiterleitung in einem Unternehmen zu organisieren. Ihr seht, dass die Aufbauorganisation sehr wichtig für alle Beteiligten ist. Die Aufbauorganisation entsteht nun in mehreren Teilschritten, die aufeinander aufbauen. Wir sind nun beim Arbeitsblatt und ihr könnt an den entsprechenden Stellen die Lücken füllen. Zunächst werden die Aufgaben gegliedert, das ist die Aufgabenanalyse. Das bedeutet im Einzelnen, dass eine Gesamtaufgabe in Haupt- und Teilaufgaben bis hin zu einzelnen Tätigkeiten gegliedert wird. Für den Unternehmer kann das bedeuten, dass er jeden einzelnen Arbeitsschritt aufschreibt und festlegt. Das ist natürlich sehr aufwendig, aber dafür auch gut nachvollziehbar und Mitarbeiter können mit Hilfe dieser Unterlagen besser eingearbeitet werden. Im nächsten Schritt werden für zusammengehörende Aufgaben und Tätigkeiten Stellen gebildet. Hier hat der Unternehmer die Möglichkeit, die Tätigkeiten sinnvoll zu kombinieren. Dadurch können Arbeitswege und Zeitverlust verhindert werden, die unnötig Geld kosten. Die Stellenbildung ist dabei die Aufgabensynthese. Sind die Stellen gebildet, dann können sie besetzt werden. Das ist der Schritt der Aufgabenverteilung. Nun kommt zum ersten Mal eine konkrete Arbeitskraft ins Spiel, die die Aufgaben zu erledigen hat. Auch hier ist wieder ein Rahmen vorgegeben, der Mitarbeiter besser anleitet und ihm Sicherheit gibt. All diese vorherigen Teilschritte machen es nun möglich, Abteilungen zu bilden. Sind die Stellen bekannt und in größeren Unternehmen sind das durchaus sehr viele, dann kann man bestimmen, welche systematisch zusammengehören. Das ist wichtig, da mit steigender Größe auch Verantwortungsbereiche verteilt werden. Diese können dann über die Abteilungen verteilt und deutlich gemacht werden. Wir haben bisher mit verschiedenen Begriffen gearbeitet, die nun auch inhaltlich nochmal geklärt werden sollten. Wenn wir von einer organisatorischen Einheit in einem Unternehmen sprechen, die aus einem Bündel von Teilaufgaben besteht und den Wirkungsbereich einer Arbeitskraft darstellt, dann sprechen wir von einer Stelle. Führt man im Unternehmen eine Rangordnung ein, dann erhalten Mitarbeiter Leitungsbefugnisse. Das heißt, sie besetzen auch eine Stelle, dürfen aber auch Anweisungen geben. Im Sinne der Organisation sprechen wir dann von einer Instanz. Eine Abteilung ist dann eine Organisationseinheit mehrerer zusammengehörender Stellen unter der Leitung von mindestens einer Instanz. Auch hier wird die Verzahnung wieder deutlich. Hat man die Stelle nicht festgelegt, also die einzelnen Tätigkeiten nicht bestimmt, dann kann auch keine Abteilung gebildet werden. Die Arbeitsabläufe selbst werden dann mit Hilfe der Ablauforganisation geregelt. Dabei werden die Abläufe geplant, eingeführt und kontrolliert. Bei der Ablaufplanung beschäftigt man sich damit, die Tätigkeiten in ihren Abläufen zu planen. Dabei spielen folgende Grundgedanken eine Rolle, die auch immer die Ökonomie und das Ziel der Gewinnmaximierung berücksichtigen. Abläufe sollten so gestaltet werden, dass die Arbeiten mit einem möglichst geringem Aufwand durchzuführen sind. Dazu gehören dann auch die optimalen Durchlaufzeiten aller notwendigen Abläufe. Vorhandene Kapazitäten, egal ob Mensch oder Material, sollten natürlich bestmöglich verwendet werden. Für einen Unternehmer sind Verschwendungen von Potenzial und Material möglichst zu vermeiden. In der Analyse der Ablaufplanung muss auch berücksichtigt werden, dass bei den Tätigkeiten innerhalb einer Stelle möglichst wenige Bearbeitungsfehler zu erwarten sind. Das heißt, die Tätigkeit eines Mitarbeiters darf ihn nicht über-, aber auch nicht unterfordern. Dann ist in der Folge auch termingerechtes Arbeiten möglich. Die Ablaufplanung kann einen gehörigen Aufwand bedeuten. Man muss dabei an alles denken. Vergisst man eine wichtige Sache, dann könnte die ganze Planung wie ein Kartenhaus zusammenbrechen. Hat man alle Abläufe geplant, dann ist der nächste Schritt die Ablaufeinführung. Hier wird die Ablaufplanung nun real umgesetzt und entsprechende Organisations- und Arbeitsanweisungen erstellt. Die Erstellung oder Überarbeitung ist daher auch in einem schon bestehenden Unternehmen möglich. Wichtig ist dabei nur, dass alle Mitarbeiter informiert werden und dafür sind die Anweisungen dann unerlässlich. Nach der Einführung muss man natürlich kontrollieren, ob die Planung erfolgreich war.
Dafür vergleicht man den Soll-Ist-Zustand. Es wird also beobachtet, wie die geplanten und eingeführten Abläufe tatsächlich im Unternehmen umgesetzt und ob die gewünschten Ziele und Effekte erreicht wurden. Erfahrungen von Mitarbeitern und auch Kunden spielen hier eine große Rolle, da man die Ziele nicht immer starr von einer Maschine ablesen kann. Die Mitarbeiter werden dabei aber nur wirklich hilfreich und ehrlich sein, wenn man sie vorher mit ins Boot geholt hat. Hier ist es wirklich kontraproduktiv, stur über den Kopf der Mitarbeiter zu entscheiden. An dieser Stelle möchte ich wieder auf die Corporate Identity verweisen. Wenn deutlich ist, für was das Unternehmen steht und für ein ausgewogenes Arbeitsklima gesorgt wird, dann sind Änderungen im Ablauf leichter und werden auch konstruktiver bearbeitet. Anhand des Vergleichs und der Rückmeldung kommt man nun gegebenenfalls auf den Planungsprozess zurück und muss das Ganze überarbeiten. Die Ablauforganisation und auch die Aufbauorganisation ist daher kein Produkt, das nur einmal für das Unternehmen hergestellt wird, sondern ein dynamisches System, das fortlaufend kontrolliert und überarbeitet werden muss. Gerade in der heutigen Zeit ist es fatal, auf der Stelle zu stehen und an verstaubten 20 Jahre alten Praktiken festzuhalten. Das war der erste Teil zum Thema Organisation im Unternehmen. Der zweite Teil folgt dann nächste Woche. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und hoffe, dass das Video euch gefallen hat. Solltet ihr noch Fragen haben, dann meldet euch einfach bei mir. Ich freue mich auch wieder über jede Rückmeldung zum Video. Bleibt auf jeden Fall gesund, wir hören oder schreiben uns.